Das war langweilig. So. Was? Ich fress dich. Okay. Steh ich drauf. Okay. Aua. Wie viel ist es? Ja, ja. So, das haben wir auch. Das haben wir auch. Ach ja, und auch erstmal Hi und so, ne? Hallo Leute. Privat bei Communication ist vor den Raum. So, in der Cafeteria, wa? Wurde reportet. Nee. Nicht Cafeteria, sondern Communication. Vorne bei mir. Könnt ihr mir kurz mal sagen, was Communication ist? Ist das weit von der Cafeteria entfernt? Mhm. Ist Communication weit von der Cafeteria entfernt? Ja, also wenn du bei Wörtens runtergehst, neben CO2. Und da ist vielleicht CO2 Benz. Also vielleicht mache ich... Weil ich kam gerade von links, von Elektriker, und da kam mir gerade Kegel entgegen, aus der Cafeteria raus, also auch von der Seite so. Ja, pass auf. So, dass ja, ich dazu beitragen kann. Warte mal kurz, ich habe eine Frage. Weil Kakashi war vor mir und hast du Pri nicht gesehen? Ich habe sie nicht gesehen, also ich bin gleich ganz runtergegangen. Shields. Also ich war jetzt gerade in Kameras und habe nur kurz Lord Maros gesehen. Eben knapp ein paar Sekunden bevor. Aber sonst habe ich niemanden auf den Kameras gesehen. Also ich kann jetzt mal ganz kurz meinen Weg erklären. Also das, da wo jetzt die Leiche gefunden wurde, da ich mache mich damit jetzt verdächtig, aber ich bin es wirklich nicht, das könnt ihr mir glauben. Also ich bin jetzt von der Cafeteria aus erstmal hoch und habe hier den Dings an der Seite, den Müll da rausgesetzt. Ja, das habe ich gesehen. Dann bin ich runter zum Admin-Raum, habe die Karte durchgezogen. Von da aus bin ich rüber zu Shields, habe hier die Aufgabe unten da an der Ecke gemacht, wo man diese komischen Dinger da von Rot auf Weiß setzen muss. Und bin dann an Communications vorbei, Richtung Storage rüber zum Electrical-Raum. Ich habe aber nichts im Communications gesehen. Okay. Also wie gesagt, ich mache mich damit jetzt verdächtig, aber ich kann euch zu 100%iger Sicherheit sagen, ich bin kein Imposter. Ihr könnt mich gerne beobachten, kein Problem. Was machen wir? Ich skippe. Ich hab geskippt. Und Sloopy wählt mich. Okay. Alles klar. Ich würde auch skippen. Naja, so. Machen wir erstmal unsere Aufgaben weiter. So. Mach die Butze auf. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Schon wieder Licht ausgemacht hier. So. Sehr schön. So, jetzt. Ach komm, wir gehen erstmal rüber zum Reaktor, machen das Simon Testing. Ich hab es geahnt. Wieder Cafeteria? Okay. Na, du meinst du? Also die Leiche lag im Reaktor. Okay. Nicht ganz woanders, hatte ich nichts zu sagen.
Okay, ist es wirklich nicht, weil er ist tot. Sie lag an seinem Zelt. Also wo genau vor Security? Also in Security oder vor Security? Vor Reactor oder? Also direkt bei Simon Says, habe ich gerade eben schon gesagt. Okay. Ja, ich war eben in Admin und habe eben Shiro gesehen. Er hat die Daten hochgeladen und ich war eben beim Kartenswipen. Dann bin ich Richtung MedBay und wollte mich scannen. Und dann hast du eben die Leiche gefunden. Also kann es nur Kakashi sein. Der Kim müsste frisch sein, weil ich habe ihn bei Electrical gesehen, wo ich mit ihm die Lights gefixt habe. Ja, Sloopy, kurze Frage, was hattest du für eine Task in Admin? Was hatte ich? Welche Task? Du bist Aufgabe. Nämlich aus Admin herausgekommen. Achso, und ich habe die Karte durchgezogen. Okay. Ne, weil eben das Licht aus war, auf einmal bist du so richtig rausgeploppt, deswegen. Ich habe mich auch gewundert, was ist denn jetzt los? Licht ist aus, aber wie gesagt, weil gerade als die Karte fertig war, wurde mir auch angezeigt, fix Licht. Ja, ja. Ja. Ne, passt schon. Ja. Ja, ja. Hat sonst du was gesehen? Ja, also ich konnte die confirm Zero, also. Weiß ich nicht. Die anderen ich aber auch, weil so schnell kommst du nicht drüber. Sloopy war leider schon länger weg. Also es kann halt Sloopy gewesen sein oder Kakashi kann halt selbst Report gemacht haben. Weil Kakashi habe jetzt die Runde eigentlich nie gesehen. Bei mir ist aber im Endeffekt jetzt zweiten wollte mal. Ich habe ihn halt, ich habe halt, glaube ich, Helgrün war es ganz am Anfang bei. Ja, was sagst du, Zero? Also eigentlich Sloopy hat mit der Karte richtig, also. Ja, ich gebe mal auf Self-Report. Und sonst können wir noch immer. Kaka. Gewonnen, GG. Ich hätte mich noch retten können, aber ich wusste nicht, was ich warten soll. Ja, es war nur eben, weil Sloopy war eigentlich ziemlich, weil das mit der Karte. Ja, Sloopy war bei uns. Tja. So, gestern war. Das war heute das erste Mal, dass ich von den letzten 3 Tagen im Post. Wie sieht's bei Shoto aus, Pri? Läuft immer noch das Update. Gott, wie lange dauert denn das? Was denn bitte für ein Update? Jetzt ohne Scheiß, wir wohnen auf dem Dorf, wir haben noch eine Bambusleitung. Oh mein Gott. Gut, das ist dann entschuldbar. Ich habe Gott sei Dank eine 500k-Leitung. Hätte ich auf. Gut. Los geht's. So. Da kommen wir hier. Und raus. Ja, komm, wir gehen jetzt hier unten rum. Einmal schnell zum Admin. Sehr schön. Okay, jetzt gehen wir zum Lower Engine. Gut, bei Reaktor haben wir dann die Zahleneingabe. Also laufe ich daran vorbei, ich voll Idiot. Ich sage extra noch, hey, erstmal zum Lower Engine. Und laufe genau dran vorbei. Perfekt. Kegel, du hast es drauf. Perfekt. Firewall. Ein Schuss in den Ofen. So. Gut, wir haben die Aufgaben erfüllt.
gehe jetzt den richtigen Weg. So. So, Pri und Zero waren zusammen unterwegs, alles klar. Tja. Na, wo ist Pri? Ich habe da irgendwie eine ganz dumme Vermutung. Ich habe da eine ganz dumme Vermutung. Ganz kurz hier den Weg überprüfen. Jetzt gerade Pri wäre tot. Scheiße. Slopi war's, Slopi war's, ich hab's gesehen, Slopi war's. Ich hab mich verdrückt, weil die anderen, die da rum waren, auch noch schnell umnieten. Aber ich hab's leider. Ja, ja, Slopi war's. Ich bin hier verdrückt, das hab ich jedes Mal, mich zu verdrücken. Ich hab die Kasche gekillt. Wo wurde denn die Leiche gefunden? Die Leiche hat er gekillt direkt um die Ecke von Electrical. Okay. Kegel, ich dachte, wir hauen mal Sloopy aus und wenn's Sloopy nicht ist, Pri. Okay, kein Thema. Oh Mann. Ich hatte ja am Anfang erst Zero in Verdacht, weil Zero ja mit Pri rumgelaufen ist und ich habe jetzt Pri die ganze Zeit nicht auf den Kameras gesehen. Und da dachte ich so, ja, ist Pri vielleicht tot? GG. Ich habe mir eine komplette Taskstunde gemacht. Ohne Zeit. Ich hab gerade meinen letzten Task fertig gekriegt. Ich denke mir, ach, wenn wir zu dritt runterlaufen, rumlaufen, dann wird mich schon keiner töten. Ja, ich bin gerade um die Ecke gegangen. Ich glaube, Sloppy dachte eventuell, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Aber ich hab's echt noch gesehen. Nee, mein Plan war, dich auch damit umzunieten. Aber ich hab wie ihn angeklickt. Ich würde eigentlich weiterlaufen. Weil, Sloppy, du wolltest mich vorhin, warte. Wo ist das? Kann ich dir gleich sagen. In Storage wolltest du mich hier mal umnieten. Unten beim Müll. Und der Punkt dachte ich, wäre längst beim Reaktor aufgeflogen, wo ich da alles ausgelöst habe, und dann wart ihr so schnell da und ich war immer noch in dem Raum drinne. Vielleicht wie dieses X, die ich gekriegt habe, dieses Dings da, die Karte. Es war aber trotzdem knapp, weil oben bei O2 war keiner weiter und ich war oben alleine und habe da die Nummer schnell eingegeben. Und Pri und Zero, die kamen dann noch entgegen. Schoti könnte gleich mitspielen. Warten wir noch? Ja, wenn Schoto jetzt soweit ist. Zu gucken, wo ich das eine Mal fast zu dir gegangen bin, nur um zu gucken, wer da ist. Wer hat der Typ sich... Bitte was? So, jetzt nochmal bitte für die Leute, die nicht zuhören konnten, weil du so leise gesprochen hast. Also, Kegel. Ja. Wo du an den Camps warst, bist du eigentlich rausgegangen, wo ich fast reingegangen bin, nur um zu gucken, wer das war? Ich war die ganze Zeit in den Sicherheitskameras drin. Ich bin nur rübergelaufen für den Oxygen-Alarm. Weil mir das einfach zu riskant war, jetzt bei den Sicherheitskameras stehen zu bleiben.
und da alles zu beobachten. Weil wenn nämlich die Zeit runterläuft und keiner reagiert, dann hat der Imposter gewonnen. Hm. Ja, das habe ich ja gehofft, es waren nur 9 Sekunden. Dachte, ich kann nicht auf den Weg gewinnen. Ich dachte ehrlich gesagt, es wäre weiß, weil es einfach in den Raum reingegangen, wo ich gerade gefixt habe. Und es kurze Nachfrage. Sind wir auf EU oder Nordamerika? EU. Auf EU. Siehst du am Ping, weil bei Amerika ja, ist der Ping höher. Ich bin gerade nicht im Spiel drin, ich versuche meiner Tochter gerade ins Spiel reinzuhören. Okay. Der sagt die ganze Zeit, ist voll. Was? Ja. 6 von 10, also sind noch 4 Plätze frei. Ansonsten machen wir nochmal eine neue Lobby auf. Hm. Nehmen wir da Polus? Polus? Oh, ich bin drin, ich bin drin. Ja, Toto ist drin. Yay. Schotti, Opfi. Wir können. Nice. Jetzt haben wir aber 2 Imposters, ne? Okay. Nix. Hätte ich vielleicht noch eine Task runter. Naja, gut. Ja, machen wir schon. So. Na, hoch da. 10 mal zu. Na, das geht ja gut los. Electrical. Super, es sind schon 2 tot. Okay. Also ich bin jetzt gerade mit Kegel runter Schilds gelaufen. Mhm. Ja, ich hab dich kurz vor Bastion laufen, Zero. Kegel ja, habe ich nicht gesehen. Also Kegel war unten, dich habe ich drum, glaube ich, Weapons getroffen. Mhm. Also Zero war bei mir, das kann ich bestätigen. Kann ich noch mal kurz was sagen? Ja, hau raus. Wenn ich wenig gefunden habe, nein, es ist, ich habe grün. Vielleicht habt ihr mit irgendwelchen Grünen da rumlaufen sehen, ich weiß nicht. Ja, und wo ist Bree? Hat irgendwer Bree vorhin gesehen, also die Runde, also ich nicht. War die nicht am Anfang Cafeteria, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Weiß ich nicht. Als wir ausgelaufen sind. Wir starten ja am Startpunkt immer alle in der Cafeteria. Ja. Mhm. Und hat ich dann bin direkt rüber zur Navigation. Hab da die Aufgabe mit dem Raumschiff gemacht und bin dann runter zu Communications, um da jetzt einen Download zu machen. Und Zero ist mir hinterhergelaufen. Also Zero ist eigentlich, also Zero und meine Wenigkeit sind sicher. Also wir sind keine Imposter. Ja, und von Lord Maus kann ich es auch fast behaupten, weil der war gerade drum Weapons, eben bevor wir runtergelaufen sind. Ja, dann könnte das war ein paar Sekunden sein. Ja. Nein, ich bin es nicht. Sehr gute Begründung. Aber wir Shoto, aber wo warst du gerade? Ey, ihr könnt mich rausvoten, aber ich bin's nicht. Ihr habt halt direkt verloren. Jetzt die Frage, weil wir wissen fast, weil wenn jetzt noch ein Kill fällt, ich kann dann genau sagen, wie mein Ablauf war. Okay, kann ich eigentlich nicht, weil ich hab's schon wieder vergessen. Bei dem aber dadurch, dass 2 Imposter sein, müssen wir irgendwann wollen. Ja, weil sonst, wenn jetzt einer noch einen Kill macht, ist vorbei. Ja, wen nehmen wir? Shoto, wo warst du? Ich war gerade Upper Engine. Schneller. Und ich habe tatsächlich, vorhin habe ich hier Sloppy ich weiß es nicht. Ist es nur hier Electric ich weiß auch nicht. Ich mach Random. Oh, sorry. So, GG. Ich hab's geahnt. Vielen Dank für den Freien. Alter! Zero? Das Alter. Das gibt's doch nicht! Du kleine Drecksau! Wieso? Shoto wusste ich ja, klar, er aber ich hab gesehen. Er hat mich in Cafeteria gekillt. Ich hätte sogar noch Kegel gekillt, weil ihr sagt, die anderen waren raus, aber. Alter! Ja, Shoto wusste ich ja, ist ja klar, aber. So, sorry, Brio, es war zu verlockend. Zuerst wollte ich nur denken. Ich gesessen habe und gedacht so, danke schön, die Download wäre fast durch gewesen, jetzt muss ich wieder starten. Mir hat es einfach zu lange gedauert. Ich denke mir jetzt erst, da fake ich dann. Oh, keiner da. Ja. Ey, aber ohne Mist, Zero, der war mir gerade. Also,
der war mir absolut sicher. Weil normalerweise, okay, wenn jetzt kein Cooldown gewesen wäre, hätte er mich ja auch umgebracht. Aber wie gesagt, für mich war es eigentlich sicher. Gut, der bringt dich nicht um. Der ist sicher. Hundertprozentig. Ja, der Vorteil war ja, dass keiner wusste, wo Bri lag. Und dadurch, dass du ihm confirmed hast, habe ich auch gedacht, eben, dass Zero 100% sicher ist, aber. Ja. Also, ich würde. Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Ja? Ja. Ja. Ich öffne noch mal kurz Discord, komme kurz raus und rein, weil ich sehe nicht, wer redet. Es ist ein bisschen unübersichtlich. Bis gleich und ich würde dann auch gleich aufnehmen. So, kommt jetzt Bambi auch noch dazu? Also hier Burnin Bambi oder. Ja, keine Bambi. Ahnung. Wenigstens mal eine Imposter-Runde, die wirklich gut gelaufen ist. Drei. Hallo Bambi. Ach da. Hallo. Sehr schön, jetzt haben wir da 9 Spieler. Geil. Fast eine volle Lobby. Okay, also dann können wir. Ne, warte mal, dann können wir nochmal hier. Wir haben ja 2 Imposters, dann setzen wir die. Hör mal auf. Soll ich Discussion Time 15 Sekunden lassen? Ja. Eigentlich ist es verkehrt rum. Die Discussion Time muss höher sein, die Voting Time niedrig. Hör mal auf, dann machen wir machen 30 Sekunden Discussion Time und Voting Time 90 Sekunden. Wie ihr wollt. So. Ja, ich fange jetzt gleich an. Gegen, ich werde erst zu spät kommen. Ace, hast du den Code noch? Es steht in Spielersuche. Den Marus gepostet hat, ja. Ja, das ist er. So. Die Confirm Ejects, die soll ich auslassen, ne? Ja. Na gut. So. Also man hat die optischen Anzeigen, dass man sieht. Wenn jemand zum Beispiel Müll rauswirft oder so. So.